Hi Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, ich habe seit der letzten Folge eigentlich gar nicht mehr so viel gemacht. Ich bin ein bisschen rumgelaufen, habe noch ein bisschen erkundet. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, wenn ich so zum Erkundungslauf ansetze. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das auch sehen wollt. Ich denke mir halt, ja, so ein bisschen rum erkunden. Weiß nicht, ob die Leute das so interessiert oder ob die eher die Hauptstory wollen. Aber ich muss sagen, ich habe was entdeckt bei der letzten Erkundung und zwar da unten. Ich glaube, das ist eine Fee. Ich würde mal sagen, wir machen uns mal auf den Weg dorthin. Wenn euch das Video ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr am Ende der Folge freuen, wenn ihr mir ein Like, Kommentar oder auch Abo da hast, wie ihr Lust und Laune habt. Aber jetzt würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf zu der Knospe da unten. Also ich glaube, das ist eine Fee. Wir schauen einfach mal. Und ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil das Wetter sagt Gewitter voraus. Nicht, dass ich hier abgeschossen werde. Ja, das müsste eine Fee sein. Aber ich würde sagen, wir werden erstmal hier alles abgrasen sozusagen. Ich will ja nichts übersehen. Obwohl ich mir eigentlich eh schon vorgenommen habe, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr der Hauptstory folgen werde und dann die kleinen Nebenaufgaben und sowas alles noch zum Schluss erledigen werde. Wenn man es dann noch erledigen kann, aber ich glaube schon. So, dann schauen wir mal, was uns diese Fee hier erzählt. Untersuchen. Du, junger Mann, bitte höre mich an. Ja, aber gerne. Ich bin die große Fee Mia. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Weil die wollen immer alle Kohle haben. Ich brauche doch nur 500. Oh, 500, ey. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Nun, wenn du Rubine hast, dann gib sie mir. Schnell. Meine Kraft wieder zu lang, brauche ich 500. Ja, nimm. Ein bisschen Kohle habe ich ja jetzt. Danke, mein Retter. Ah, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Sehr gut, dann können wir normalerweise jetzt die Rüstung weiter upgraden. Du hast mich befreit. Ich hatte jemanden Größeres mit mehr Muskeln erwartet, tja. Ha, aber auch wenn du ein bisschen mickrig bist, bist du irgendwie ganz süß, du Schnuckel. Ich bin Schnuckel. Danke, dir habe ich meine Kraft. Dank dir habe ich meine Kraft zurück. Im Gegenzug kann ich deine Kleidung verstärken. Sofern ich die richtigen Materialien habe. Willst du es mal versuchen? Ja. Ich hoffe mal, ich habe genug Materialien. Mit meiner jetzigen Kraft kann ich deine Kleidung ein gutes Stück verstärken. Verstärken bitte. Okay, ich kann anscheinend noch gar nicht so viel verstärken. Was haben wir denn hier? Hyrule Barsch. Zora. Ich könnte meine Zora aus, aber da fehlen mir Hyrule Barsche. Die könnten wir auf jeden Fall, das Hühlergewand könnten wir verstärken. Machen wir das Hühlergewand mal. Überspringen das aber, das kennen wir ja schon. Muss ich wirklich schauen, dass ich ein paar Fische hier, die Barsche, finde. Musik.
Kann ich die nochmal verstärken, oder was? Okay. Oh. Ja, ich glaube, die hatte ich das letzte Mal gar nicht verstärkt, glaube ich. Schauen wir mal. Bockblind Horn, ja. Da haben wir die Hörner leider nicht. Reckengewand. Besitz benötigt. Ich glaube, da warte ich jetzt aber noch ein bisschen ab. Ne, da warte ich jetzt noch. Erstmal ein bisschen farmen gehen. So, okay. Sehr gut. Ich werde mir jetzt hier aber gleich mal eine Markierung machen. Und zwar, was mache ich mir hier? Ich glaube, wir haben jetzt sowas hier. Genau. Da ich das nicht vergesse, wo die Birte Federn zum Schluss war. Oh, und das gewittert schon wieder. Ich teleportiere mich mal weg. Ich wollte eigentlich mal hier hoch. Zum nächsten Titanen. Dafür werde ich jetzt aber schnell zu Moa Kicho-Schrein reisen. Mal schauen, ob der Händler da ist, dass ich mir noch ein paar Pfeile holen kann. Ich hatte bei der letzten Tour schon ein paar gefarmt, aber es war jetzt eigentlich schon wieder Blutmond. Jetzt weiß ich nicht, kann ich jetzt schon wieder Pfeile kaufen oder nicht? Ich hatte noch nämlich keine Gelegenheit, irgendwo richtig Pfeile zu farmen. Also ich weiß zumindest keinen Farmspot, wo man gut Pfeile farmen kann. Deshalb kaufe ich mir die jetzt. Okay. Kosten zwar ein paar Rubine, aber ich sag jetzt mal so, so ex. Ich habe keinen Bock mehr auf Pfeilmangel. Das nervt nämlich. Genau, dann gehen wir mal. Da unten ist der Stall. Und wollte dann eigentlich gleich noch auch an dem Stall schauen, ob es vielleicht noch Nebenquests oder irgendwas gibt. So, schauen wir mal, wo. Oh, was ist denn das hier? Eisenhammer? Mein anderer Eisenhammer ist eben kaputt. Oder vielleicht nicht kaputt, aber fast kaputt. Genau, den haue ich mal weg. Und nehme ich mir diesen hier mit. Genau. Optimal. So, wo ist er denn? Der müsste jetzt eigentlich gleich hier kommen. Da vorne kommt, ist er schon. Nicht abhauen, hier bleiben. Dann schauen wir mal, ob der noch ein paar Pfeile für mich hat. So, komm her. Ich glaube nicht, ich habe vorher schon alles gekauft gehabt, also offscreen. Und ich weiß nicht, wann das resettet. Nee, kann ich leider nicht kaufen. Okay. Muss ich noch ein bisschen warten. So, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal hier hoch. Zu diesem Schrein. Und schau mal, da oben wäre eigentlich ein Turm. Mein Ziel ist eigentlich, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es ganz in der Folge hier schaffen werden, dass wir da hochkommen. Aber wir probieren es einfach mal. Solange uns hier keine Leune über den Weg läuft oder sonst irgendwas. Was ist denn das da oben? Hä? Ist das eine Kugel oder sowas? Geht nicht. Okay, dann hilft's nicht. Also meine Pfeile wenigstens wieder da. Sehr gut. Das finde ich geil an dem Spiel. Dass dann die Pfeile wieder kommen. Und dass sie nicht gleich verschossen sind. Aber das sieht hier irgendwie sieht es hier gefährlich aus. Oder Leute? Was sagt ihr? Irgendwie sieht es hier gefährlich aus. Was ist denn das? Da ist noch einer. Fahrt zum Todesberg. Okay.
weiß einfach nicht, wie es angehen soll. Schaue ich nun besser auf die Karte beim Wandern oder folge ich meinem Bauchgefühl? Hat das Gerücht, dass man die Straße am Vulkan nur mit Karte betreten sollte, Hand und Fuß oder nicht? Okay. Ich weiß, wenn ich hier reinspringe, ob ich da verbrenne oder nicht. Ja, hallo? Die Straße zum Vulkan ist heiß. Gefährlich heiß für alle Nicht-Goronen. Reisende nach Goronia wird dringend empfohlen, für Brandschutz zu sorgen. Warndurchsage beendet. Ich bin Shari und ich verkaufe Erz. Schau doch mal, was ich im Angebot habe. Was hast denn du alles? Ich habe hier ganz wertvolles Erz. Na, das brauche ich nicht. Nö. Ich wollte zu dem Turm da hoch. Wir probieren jetzt einfach mal weiter zu gehen. Temperatur ist eigentlich jetzt noch normal. Und ich hätte ja etwas Bufffood habe ich dabei. Wow. Alter, was ist das? Okay, rotes Schleimgelee. Ich weiß gar nicht, ob man die so killen kann. Okay, die machen natürlich gleich Schaden. Super, der Bumerang ist auch schon wieder kaputt. Nehmen wir das hier mit. Das ist auf die Dauer wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Ritterbogen ist auch gleich wieder kaputt. Und ich weiß gar nicht, wo wir hier lang müssen überhaupt. Gehen jetzt einfach mal hier hoch. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal auf den Turm da oben rauf. Lass du mich in Ruhe. Passschüsse können wir wahrscheinlich noch machen. Okay. Müsste ich mal was Neues nehmen. Wir haben jetzt noch einen Ritterbogen hier, der würde reichen, glaube ich. Oder hoffe ich mal. Warum brennt überhaupt meine Lanze hier? Okay. Bin ich denn hier überhaupt jetzt? Ich bin komplett falsch eigentlich. Wow. Meiner. Alter, was ist denn hier los, Egga? Ja, will ich hoffen. Da kommen auch schon wieder welche. Geht's ab hier? Nein, ich will mein Zeug haben. So, wer schießt hier schon wieder? Da
Da war eine Kiste, habe ich gesehen. Machen wir gleich mal auf. Steinspalter. Wieder kein Platz, oder? Ja, war mir klar. Okay, schauen wir mal, was wir hier wegtun. Die tun mal eins von denen hier weg. Die braucht unbedingt den Typen, wo man die Taschen vergrößern kann. Ich weiß nicht, wo der ist oder wo ich da hin muss. Komm, wir rennen einfach mal weiter. Schrein in der Nähe. Aber wo? Wo ist hier ein Schrein? Machen wir mal die mal fertig hier. So, machen wir die Kiste auf hier. Kiste auf. Eispfeil. Nice. Den ja auch mit. Was ist das hier? Nicht. Okay. So, wo ist der blöde Turm? Immer noch so weit weg. Wir nehmen das Bombenmodul, weil die wollte ich eigentlich noch schon noch hier mitnehmen. Das Material. Ja. Dass der Schrein irgendwo hier oben sein wird. Gehen einfach mal hier oben weiter. So, oh, wow, wow. Okay, die Temperatur geht verdammt. Geht schon extrem hoch jetzt. Ich glaube, hier muss ich jetzt aufpassen. Ich wollte zu diesem Turm, genau. Mal schauen, ob wir da ohne weiteres hinkommen. Und wo ist der Schrein? Hier hat es irgendwo geblinkt. Hier hat es irgendwo geblinkt. Okay, das schaut doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ich untersuche da noch mal ein bisschen. Kommst du her oder kommst du nicht her? So, Speichervorgang. Und jetzt wird's heiß. Okay, ich habe aber schon vorgesorgt, Leute. Ich habe mir schon ein bisschen was mitgenommen. Und zwar nehmen wir hier die Kühlungspilze. Und so hoffe ich mal, das bringt eigentlich gar nichts. Okay. Ich muss komplett was anderes nehmen. Oh, mein Bogen, was ist da los? Okay, so geht's. So läuft das. Okay. Alien-Turm.
Dann besteigen wir doch mal diesen Turm. So, da oben sind wir eh schon da. Sehr nice. Schon ewig kein Turm mehr freigeschaltet, Leute. Super. So, schalten wir den nochmal frei. Schickerstein erkannt. Schickerturm wurde aktiviert. Da hinten sehe ich Leuchtsteine. Wow. Okay, die Kartumgebung wurde hinzugefügt. Riesengroßes Gebiet. Okay, wir haben einen nächsten Portpunkt. Sehr gut. So, ich wollte eigentlich zum nächsten Titan. Und das wäre eigentlich der da hinten. Ich wollte eigentlich zu dem hinteren Titan da. Ich würde sagen, hier ist der andere Titan. Okay, zu dem wollte ich aber noch nicht. Oder? Wenn wir da mal hinfliegen. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht von der Rüstung her. Das wäre, glaube ich, hier unten. Weil wir überhaupt nichts gegen Hitzeresistenz haben. Und ich sehe jetzt auch keinen Schrein oder sowas. Okay, diese Richtung. Okay, ich würde sagen, wir fliegen doch einfach mal da hinten entlang. Vielleicht kommt dann irgendwie ein Dorf oder sowas. Okay. Probieren wir es einfach mal. Ich brenne schon wieder. Oh, wow, wow, wow. Ich hätte aber eigentlich Hitzeschutz. Nee. Das kann ich vergessen, ich muss hier weg. Ich glaube, hier kann ich noch nicht hin. Ich werde mir jetzt aber trotzdem, ich werde mal hier hochgehen und werde mal hier oben schauen. Vielleicht komme ich da irgendwie hin. Aber jetzt geht's noch nicht. Schaffe ich noch nicht. Und wenn das nichts bringt, würde ich gerne dann hier hinten weitermachen. Wir haben ja noch drei Titanen offen. Also vielleicht ist jetzt einfach noch nicht... Ist es noch nicht so weit, dass wir den machen sollen. Ich teleportiere mal zu diesem Schrein. Und schaue mich mal da oben noch ein bisschen um, weil da war ich noch nicht. Okay, was ich jetzt habe, ist ja eigentlich gegen Hitze nur. Ich bräuchte, glaube ich, was gegen Brand. Irgendeine Brandschutzrüstung vielleicht. So, Tsunakai-Schrein, okay. Und ich wollte eigentlich da oben mal lang gehen. Das werden wir jetzt auch gleich mal probieren. Ich habe eigentlich gar nicht mehr viel Leben, ne?
Da wäre ein Labyrinth, wäre auch noch da. Das könnte man eigentlich auch noch machen, aber will ich jetzt auch noch nicht machen. Das sieht auch schon so verdächtig aus hier. Okay, muss man anders machen. So, hier hat er keine Waffe in der Hand. Bäm, okay. Yep. Okay, sehr gut. Haben wir doch schon wieder ein paar. Dann bräuchten wir nur noch die Typi, der uns das, die Taschen hier vergrößert. Den hier unten haben wir schon gemacht, oder? Kann das sein? Nee, den haben wir noch nicht gemacht. Wir brauchen einen Stein. Wo ist der Stein? Wahrscheinlich bei denen da. Ja, da hinten liegt er. Okay, machen wir jetzt mal anders. Ich speichere mal ab. Und dann probieren wir doch mal, dass wir die komischen Möpse da legen. Okay, muss ich gleich mal was reinhauen zu essen. Okay, einer noch. Alter. Gedroppt. Aber wir haben ein paar Bombenpfeile erhalten. Ist auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich bloß noch irgendwie da raufkommen. Hier ist der Stein. Okay, das ist für den... Oh, wie kommen wir jetzt hier rauf? Na, dann kommen wir von hier oben rauf. Hoffe ich mal. Nee. Nee, wie komme ich dann da oben rauf? Warte mal, machen wir anders. Kann ich so nicht nehmen. Wie komme ich dann da oben rauf? Okay, das hilft jetzt nicht. Dann kommen wir halt nicht rauf. Oder können wir hier raufklettern? Nee. Nee.
Okay. Aber wir haben wenigstens ein paar Bombenpfeile bekommen. Ist schon mal nicht schlecht. Jetzt wollte ich nur noch hier runter und das mit dem Grog-Ding machen da. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber an der Stelle einen Cut. Und in der nächsten Folge wollen wir dann auf jeden Fall da oben das Gebiet mal ein bisschen erkunden. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid. Und ansonsten sehen wir uns ja in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bleibt dran. Ciao, ciao. Euer Andi.